Das Handwerk steht vor technischen und vor rechtlichen Herausforderungen verschiedenster Art. Bei fast allen Vorgängen mittlerweile werden Daten, personenbezogene Daten verwendet, egal ob sie etwas in der Datei abspeichern oder einen Werkstattkalender führen. Und für all diese Datenverarbeitungsvorgänge müssen Sie eine Erfassung nach der Datenschutzgrundverordnung machen, um Ihre Tätigkeit datenschutzkonform zu gestalten. In der Regel haben viele kleine Unternehmen, gerade Handwerksbetriebe, noch keine Strukturen, dass sie ihre Daten systematisch erfassen. Das heißt, wir machen uns dann erstmal auf die Suche, wo werden denn überhaupt überall Daten gespeichert, verarbeitet. Und das sind so Dinge wie, dass die Einteilung der Mitarbeiter im Kundenraum hängt, dass jeder Kunde also schauen kann, welcher Mitarbeiter ist wo und wann eingesetzt. Und das dauert dann entsprechend dem, wie ein Betrieb schon organisiert ist, mal 2 Stunden oder es dauert 2 Wochen, je nachdem, was Sie für Strukturen vorfinden. Wir machen als Institut, wie auch heute auf dieser Veranstaltung, immer wieder Infoabende. Wir machen verschiedene Vortragsszenarien, wir bieten Workshops an. Also wir haben im Prinzip, so wie in Frau Professor Weber, sehr praxisnah forschende Professoren, die jederzeit einfach auch mit den Betrieben arbeiten können und auf Augenhöhe kommunizieren können. Also wir betrachten uns in dem Zusammenhang auch ein bisschen als ausgelagerte Forschungseinrichtung oder Forschungsabteilung, die natürlich kleinere Unternehmen gar nicht vorhalten können. Und da können wir eingreifen, weil wir die Finanzierung haben über den Staat, sei es über Bundesmittel, also Bundesministerium für Wirtschaft oder Bundesministerium für Forschung oder natürlich hier auch in Bayern auf der lokalen Ebene, ob es die Virtuelle Hochschule Bayern ist oder eben auch europäische Mittel noch einen Griff höher.